Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Ja, es hat sich ja einiges getan über das Wochenende, beziehungsweise ich stehe aktuell mit meiner Aufnahme noch vor dem Wochenende und es werden das Wochenende ganz, ganz viele Leute kommen. Gestern sind die ersten drauf auf dem Server und ja, jetzt ist hier schon ordentlich was los. Ich habe ein Geschenk bekommen und zwar eine Blume von der Emi. Vielen Dank nochmal. Ich mache extra eine Geschenkekiste jetzt mal hier, wo ich solche Sachen eben reinpacke und aufbewahre. Vielleicht stelle ich die auch mal aus. Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich das mal einen Rahmen oder so. Denn ich habe draußen auch Briefkästen gemacht. Hey, McKay. Oh, es regnet. Ich habe hier draußen Briefkästen gebaut. Und zwar einmal hier ein Briefkasten und einmal hier eine Spendenbox, wo eben für die Tiere und auch für mich gespendet werden kann. Da ist auch schon ein bisschen was drin. Das werde ich allerdings in einem extra Video dann machen, dass ich gucke, wer mir was gespendet hat und auch dann die Briefe eben vorlese. Und auch dann mit euch zusammen zum Friedhof gehe. Ich hatte erst gedacht, das im Let's Play zu machen und war eben gerade auf dem Friedhof und habe schon ein paar Gräber vorbereitet. Aber das ist so viel, also ihr habt da wirklich so viele Tiere, und die ihr da gerne verewigt haben wollt. Und dass es einfach ja im Let's Play nicht möglich ist zu machen. Deswegen würde ich da ganz gerne ein extra Video draus machen, dann können wir uns da komplett drauf konzentrieren. Und das wird dann wahrscheinlich, so wie es momentan ist, immer mittwochs rauskommen. Ihr habt ja den Uploadplan wahrscheinlich dann schon gesehen, wenn dieser Part raus ist. Und ja, wisst dann ja, wann dieses Video kommt. Okay, also schlafen können wir nicht, denn wir sind nicht alleine. Wir haben Besuch des Dings. Country Girl ist da, Emi ist noch da und natürlich The Titra. Sind auch alle mit hier und deswegen können wir jetzt gerade nicht schlafen. Macht aber gar nichts, machen wir die Nacht durch. Monster Drop können wir ja durchaus gebrauchen und auch tauschen dann. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne so in den nächsten Parts mich nochmal vermehrt um mein Haus kümmern. Ach so, jetzt wo ich gerade McKay sehe, fällt mir auf. Ich habe ja im letzten Part, hat das doch mit dem Pferd nicht funktioniert, eine MyPad zu machen. Ja, geht natürlich. Es war absolut meine Schuld. Man muss das aktive MyPad wegpacken, also ins Tierlager bringen. Erst dann kann man ein neues MyPad machen. Und ja, das habe ich natürlich so überhaupt nicht mehr dran gedacht gehabt. Das ist einfach, ja, es ist noch ziemlich neu, dieses Plugin. Und ja, das muss man sich erstmal reinfuchsen. Deswegen machen wir das jetzt gleich. Wir machen gleich unser neues Pferd, was noch überhaupt keinen Namen hat, zu einem MyPad, damit nur wir es reiten können. Allerdings können wir es dann natürlich auch hier nicht mehr ins Gehege stellen. Da werden wir dann mal gucken, wie wir das machen. Ey, das habe ich genau gesehen. Das geht mal gar nicht. So. Ha. Ach, McKay hat noch gar keinen Skillbaum. Das kommt, weil sich da was geändert hat. Den machen wir zum Bodyguard. Da hat nämlich der gute Titra, hat nämlich sich da ganz, ganz viel Mühe mitgegeben mit diesen Skillbäumen. Und hat die alle neu gemacht. So, wir bringen jetzt erstmal McKay weg, bevor ich hier jetzt dann doch noch wieder das Pferd kaputt haue. So, das ist Little Pinky, habt ihr ja vielleicht schon mal gesehen. Habe ich ja nicht in der Aufnahme gemacht, dieses Schäflein, sondern danach. Das kommt, weil ich einfach auch noch ein eigenes Grundstück hinten in Oakville habe und da eben auch ohne Aufnahme noch spiele. Und deswegen kann das eben sein, dass ihr manche Sachen da noch nicht gesehen habt. Okay. So, du Pferd ohne Namen. Zack, ging doch schnell, oder? Also, so gut funktioniert das. Wo ist er denn jetzt? Mal gucken. Mal eben holen, genau. Wie nennen wir dich denn jetzt? Du bist fleckig. Du bist fleckig. Och, ich hab eine Idee. Ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber wir nennen dich jetzt Mr. Ed. Ich glaube, Mr. Ed war braun. Ne, Mr. Ed war ein Schimmel, glaube ich.
Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Mr. Ed war ein Apfelschimmel. Egal, das ist jetzt Mr. Ed und ja, der bleibt natürlich jetzt nicht da. Der folgt uns, oder? Ja, der folgt uns natürlich jetzt die ganze Zeit. Deswegen bringen wir ihn wieder ins Tierlager und holen McKay wieder. Ja, mit den Pferdchen habe ich mir überlegt. Das ist ja blöd irgendwie, wenn man die so als MyPet hat, aber ne, weil man die eben nirgendwo hinstellen kann. Ich würde dann einfach noch ein paar Pferde irgendwie besorgen, züchten, wie auch immer, die wir eben auf die Weide stellen und würde dann eventuell mal gucken, dass wir vielleicht noch ja, irgendwas auch in den Stall stellen, dass man da eben mal schaut, wie man das ja am besten macht. Wir haben ja noch die Möglichkeit, auch ein paar NPCs zu kreieren, dass man einfach vielleicht ein Pferd in der Farbe irgendwie noch in den Stall stellt oder sowas, dann halt einfach da steht. Mal gucken. Also Ideen habe ich ganz viele. Mal schauen, wie sich das alles umsetzen lässt. So, jetzt habe ich so viel gequatscht. In kürzester Zeit wieder. Und wir haben noch nichts geschafft. Jetzt gehen wir erstmal hier alles ernten, denn wir brauchen ohne Ende Smaragde. Denn dann wird es natürlich für uns um einiges einfacher an Leben zu kommen. Achso, klar. Ich wollte gerade fragen, warum ist denn die da gewachsen? Aber wir hatten da ja noch gar nicht komplett voll. Wir haben gar keine Hacke dabei. Schade. Okay, machen wir ein andermal. Okay, ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, den Hühnerstall hatten wir weitestgehend fertig. Da kamen auch Kommentare, dass der eher wohl, dass es halt besser wäre, den so zu machen wie in Dantoria, dass das besser aussehen würde. Ja, kann man machen. Können wir nochmal umbauen. Oh, hier ist eine Fackel drinnen. Die ganzen Eier wegbringen. Das ist also ohne Worte, wie die Hühner Eier in diese Trichter legen. Das ist echt der Hammer. So, okay, haben wir. Ja, da braucht man sich eigentlich gar nicht die Mühe machen, nach draußen zu gehen und da die Eier einzusammeln. Ja, hier liegen die ja auch ohne Änderung. Hallo. Na? Oh, da ist jemand gestorben. Wir sind nicht schadenfroh. Nein, sind wir nicht. Ich habe... Warum kann ich nicht groß schreiben? Ah, ja, jetzt. Nein! Ach, das ist dieser blöde Slash bei mir. Ja? Ich mache das immer. Dadurch, dass ich, ja, die ganze Zeit irgendwie, hier irgendwas mache, irgendwas erstelle, packe ich immer den, Slash davor. Das ist so absolute Gewohnheit. Okay, so, da waren wir auch. Das haben wir auch gemacht. Ich bin nur am Quatschen heute und mache überhaupt nichts. Ich, will jetzt anfangen, was zu tun. Wieder mal ganz, ganz schlimm heute. So, okay. Das sortieren wir weg. Karotten und Kartoffeln haben wir da. Die kommen auch weg. Oh, ich habe noch Eier in der Tasche. Getreide. Da können wir gleich mal Ballen draus machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Melone, Kürbisse und so weiter. Mhm. Oh, Kürbisse haben wir auch so viel. Aber wir können ja auch viel, viel Kürbiskuchen essen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Getreideballen wir kriegen. Die packen wir aber erst in die Kiste wieder. Da, falsche Kiste. Da kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist. Okay, unser Haus. Wir haben noch Lehm. Da haben wir Lehm. Da nicht. Da auch nicht. Und da auch nicht. Haben wir kein Lehm mehr sonst? War das nur noch das bisschen? Das ist wenig. Das ist echt verdammt wenig. Wir versuchen mal, wie weit wir kommen. McKay? McKay? McKay, wo bist du? Vielleicht kommt mein Kater ums Eck geflitzt, weil er denkt, ich meine ihn. Da ist er. Hast du Hunger? Wollen wir mal gucken, ob du Hunger hast? Ja, hat er. 72 Hunger. Und warum... Ach, jetzt habe ich das gegessen. Nein, ich wollte das doch gar nicht essen. So, jetzt haben wir McKay gefüttert. Also, ich wollte das nicht essen. Ja, und dann muss man ihn immer wieder anklicken. Dann aktualisiert sich der Status. Also eins noch. Und dann ist gut. So, fertig. Hat ja auch keinen Hunger mehr. Haben wir noch irgendwo Spinnenaugen? Mhm. Und zwar haben wir keine mehr. Da haben wir weiße Wolle. Ach, genau. Wir wollten ja schwarz ins Schlafzimmer machen. Wir können auch grau nehmen. Das finde ich auch okay.
17 Stück. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. So. Machen wir jetzt erstmal hier die Wand weiter. Au. Bin ich runtergeflogen. So. Das war's schon wieder. Das geht echt immer super schnell. So, dann legen wir hier mal hin. Und mal gucken, wie viel wir da noch brauchen. Dann schnappen wir uns nämlich gleich die Schere und eine Schaufel. Und gehen einfach nochmal ein bisschen sammeln. Da können wir dann eigentlich jetzt Mr. Ed mitnehmen. Cooler Name. Und noch was zu essen machen. Wir gehen uns noch ein bisschen Kürbiskuchen machen. Kürbis und Zuckerrohr brauchen wir dann ein bisschen. Ja, einiges an Zucker. Achso, Eier habe ich natürlich jetzt hier keine mehr. Die habe ich alle im Hühnerstall, ne? Die müssen wir uns noch eben holen. Machen wir uns schön Kürbiskuchen. Essen und so würde ich jetzt gar nicht im Keller lagern. Ich würde dann auch durchaus ein bisschen was im Haus lagern. Rüstung kommt ins Schlafzimmer. Essen in die Küche und so weiter. Also, dass wir da immer schön unseren Kühlschrank dann noch auffüllen. So habe ich mir das gedacht, in Zukunft zu machen. So. Jetzt aber schnell hier runter. Und dass wir auch nicht immer diesen weiten Weg in den Keller latschen müssen. Weil das soll ja eigentlich letztendlich nur unser Lager sein. So. Und so. Gut. Okay, das packe ich mal. Ich versuche es mal hier alles reinzustopfen. Ja, passt doch. Das. Wir brauchen eine Schaufel für Lehm. Wir haben zwei Scheren dabei. Die Leine habe ich dabei. Was zu essen habe ich dabei. Was brauche ich fürs Pferd eigentlich zu essen? Ich glaube, das ist Getreide. Getreide und Äpfel. Und wir nehmen es einfach mal mit. Getreide, Äpfel und Zucker, glaube ich, ist das Pferd auch. So, nehmen wir einfach mal mit. Dann haben wir für Mr. Ed auf jeden Fall genug Essen dabei. Eine Schaufel, eine Hacke, eine Leine. Okay. Und das Zeug, genau. Okay. Dann können wir eigentlich auch schon los. Und wir könnten jetzt eigentlich theoretisch auch rüber in die Farmwelt. Mr. Ed, da. Und müssten gar nicht hier in dieser Welt farmen. Gerade überlegen, was wir nun machen. Gehen wir in die Farmwelt? Und gucken da mal, Mr. Ed. Ich muss dir noch einen Skillbaum aussuchen. Und zwar kriegt er natürlich den Skillbaum Reiten, damit wir ihn dann auch reiten können. Das geht aber noch nicht. Warum geht das noch nicht? Jetzt ist die Leine wieder weg. Ja, taucht sie wieder auf. Also normalerweise sollte man dann reiten können, aber wahrscheinlich erst später. Aber hier sieht man Futter, Zucker, Getreide und Apfel. Das haben wir dabei. Das ist, bringt uns nur nicht viel, wenn wir ihn nicht reiten können. Ne? Okay. Ich habe doch jetzt den richtigen genommen. Fertigkeit, Fähigkeitsbaum, reiten. Okay. Gut. Jetzt die Leine wieder nicht sichtbar. Okay. Macht nichts. So, ich bin jetzt am Überlegen, wo wir hingehen. Ach, komm, wir gehen in die Farmwelt. Komm mit. Ich nehme dich trotzdem mit. Du musst halt ein paar Monster klopfen. Wir machen das jetzt aber mal ganz cheatmäßig. Wir porten uns einfach hierher. Das Schöne ist, dass die Pferde mitkommen. In dem Fall, wenn man sie halt als MyPad hat. Und man kann ja auch alles reiten, also alles eigentlich, wenn man den Fähigkeitenbaum reiten gewählt hat. Also ich könnte jetzt theoretisch auch auf einer Fledermaus oder auf einem Babyschaf rumreiten. So, gehen wir mal in die Farmwelt und schauen mal, hier ist es gerade Nacht. Da ist Alva, Country Girl, hallo.
Guten Tag. So, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir in die oder die Richtung gehen. Wir gehen in die Richtung und gucken mal, dass wir da ja, Leben finden. Oh, hier steht eine Werkbank. Ja, das ist toll. So, Mr. Ed, komm, wir müssen Monster noch jagen, damit du ein wenig in, in den Leveln aufsteigen kannst. Da hinten sind Monster. Oh. Hilfe? Mr. Ed? Hm. Der macht so gar nichts, ne? Ah doch, jetzt. Der macht doch was. Okay. So, Mr. Ed kann nun geritten werden. Also Level 2 muss er haben, um geritten zu werden. So, und dann können wir ihn nämlich reiten. Das Ganze kontrollieren wir mit der Leine. Und gar nicht, gar nicht, dass man so aufsteigt, sondern tatsächlich mit der Leine anklicken und dann steigt man automatisch auf. Das ist ganz cool. Wir können ihn ja noch ein bisschen weiter leveln. Jetzt müssten wir die Leine wieder haben. Genau, die verschwindet immer ein bisschen aus dem Inventar. Ja, gewöhnt man sich aber auch dran. So. Mr. Ed, komm. Komm. Wir laufen mal ein bisschen und gucken mal, was sich hier so finden lässt. Also wir brauchen Lehm. Lehm. Hallo Kuh. Spinne, Schwein. Was haben wir? Oh, da ist Lehm. Das ist doch toll. Wir sollten mal was essen. Mr. Ed, mal eben schnell gucken. Ach nö, das geht noch. Der hat noch keinen Hunger. Dem geht's gut. So, dann tun wir hier schön Lehm abbauen. Ich hoffe ja, dass wir hier dann mal irgendwo ein Lehmbiom finden. Und das würden wir dann einfach leer buddeln. Komplett leer machen. Hey. Verschwind. Meine EPs. Ach, den sammle ich da unten noch. So, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter in die Richtung. Hallo Schaf. Ach genau, scharfe Stern wollten wir ja auch. Schere habe ich ja dabei. Dann gib mir mal deine Wolle, bitte. Ja. Oh, da sind ganz viele Hühner. Aber Hühner haben wir ja schon. Die brauchen alle noch Namen. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Müssen wir auch unbedingt mal machen. Es wird Tag. Mr. Ed ist despawned. Da waren wir jetzt zu schnell unterwegs. Und dann despawnen die ganz schnell. Also ich finde relativ schnell, dass... Ja, also es geht recht schnell, dass die despawnen. Aber man kann sie ja jederzeit wieder zu sich rufen. Das tun wir jetzt auch, denn... So sind wir dann doch schneller unterwegs. Wo lang gehen wir? Wir gehen da hinten lang. Denn, hier ist ja weiter nichts. Hier ist ja nur... Achso, hier kommen wir ja gar nicht rum. Dann gehen wir da rum. Genau. So, da sind wir. Über den Berg. Und was gibt's hier? Nichts. Kohle und so. Ja, jetzt ignoriere ich jetzt erstmal. Ich möchte noch ein Stückchen laufen. Der Part ist auch gleich schon wieder zu Ende. Das ist, geht voll schnell. Wir machen aber noch ein paar Minütchen. Machen wir noch. Die haben wir noch. Dann mal gucken, was wir da hinten finden. Also Schafe gibt es hier ja auch viele, ne? Da können wir dann schon noch mal ordentlich Schafe scheren. Na, jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Hm, in welche Richtung gehen wir weiter? Kann ich eigentlich Schafe vom Pferd ausscheren? Ja, oh. Wer ist gekommen? Keine Ahnung. Hm. Ah, hier ist nichts außer Berge. Au. Oh, da sind wir zu tief gefallen. Tut mir leid, habe ich nicht drauf geachtet. Okay.
die Frage, in die Richtung weiter oder lieber in die Richtung weiter? Ich würde in die Richtung weitergehen. Mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Da kommt jetzt ja Wald. Einfach mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden was. Ansonsten suchen wir uns jetzt gleich irgendwie einen See oder so, wo wir ein bisschen Lehm rausbuddeln. Da machen wir gar nicht so lange, dass wir hier so lange rumrennen. Okay. Schafe. Oh, und so viele Blumen. Oh, da kann man ordentlich Blumen pflücken. Also so unter Baumkronen durch ist ja kein Problem, ne? Wenn die so zwei hoch sind. Oh Mann. Ja, aber zwei runter springen, das kann man nicht. Da gibt es dann immer einen Schadenspunkt. Okay. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir durch. Dieser blöde Regen kann jetzt doch mal aufhören. Ah, guck mal, da ist Lehm. Dann Lehm, Leine. Haben wir hier. Alles klar. Nein, ich wollte absteigen. Gut. So, dann buddeln wir hier jetzt mal den Lehm raus. So mega viel brauchen wir ja nun auch gar nicht mehr für das Haus. Und die Ställe und so, die machen wir sowieso, denke ich, überwiegend aus Holz. Außer dem Pferdestall. Da müssen wir mal gucken, ob wir den eventuell so ein bisschen ans Wohnhaus angleichen. Weil der schon relativ groß wird. Ah, lass mich dahin. So, okay. Super. Ne, lass mich ja doch raus. So. Mal was essen. Gott, sind hier viele Schweine. So viele Schweine. Laufen wir mal ein kleines Stückchen noch. Und gucken mal, ob wir schon sehen können. Ja, hier kommt irgendwie eine Tiger oder so danach. Nach diesem Biom. Ja. Ja. Okay. Oh, Kürbisse. Ja, die nehmen wir uns natürlich mit. Ne? Und auch noch ein bisschen Lehm. Den nehmen wir uns auch mit. Ein bisschen Lehm. Oh, da unten ist noch mehr. So. Und die Kürbisse nehmen wir noch mit. Und dann würde ich den Part beenden. So, den nehmen wir auch noch mit. Lecker, lecker essen. Und dann würde ich jetzt hier den Part beenden und wir sehen uns dann einfach im nächsten. Also bis dann. Ciao, ciao.